Sie empfangen den Berliner Rundfunk mit Nachrichten. West-Berlin in den 80ern war eine Stadt im Ausnahmezustand. Ein kreativer Schmelztiegel für Soap- und Popkultur, für geniale Dilettanten, angehende Weltstars. West-Berlin war unberechenbar. Mein Name ist Mark Rieder und ich komme aus Manchester. Ende der 70er bin ich in Berlin gestrandet. Was ich in den nächsten 10 Jahren in West-Berlin erleben sollte, habe ich in diesem Film festgehalten. Bevor der eiserne Vorhang fiel, feierten in der eingemauerten Stadt Künstler und Kommunaden, Hausbesetzer und Hedonisten eine wilde Party. Es ging nie um kommerziellen Erfolg, sondern nur um den Moment, um den Kick, das Hier und Jetzt. Die Tage waren kurz und die Nächte lang, endlos lang. Nick Cave hat es auf den Punkt gebracht. In Berlin gibt es die schönsten Frauen, die besten Drogen und eine Menge Leute, die Künstlern wirklich Respekt entgegenbringen. Diesen Ort wird es so nie wieder geben. Er ist verschwunden. Mit diesem Film nehme ich euch mit auf meine ganz eigene Reise durch das wilde West-Berlin der 80er Jahre. Do you think you can film what Berlin is? I don't think it's possible to film.